Mein Name ist Wayne. Wir sind hier bei der Firma Stanztech. Wir sind ein Familienbetrieb in zweiter Generation und unser tägliches Business ist die Lohnfertigung im Bereich Zerspannungstechnik. Die Seriengröße, die wir am meisten bearbeiten, sind in ein Klein- bis Mittel. Größtenteil, wir sprechen hier von 5 bis maximal 200, selten, dass es auch größer ist. Also ich heiße Kevin Ade, ich bin Zerspannungstechniker vom Beruf CNC-Fräser. Wir sind viel produktiver. Wir können, wenn wir eine Automatisierung starten auf dieser Maschine, wenn das alles eingefahren ist, auf andere Maschinen gehen, da andere Produkte fräsen und müssen nicht immer wieder einspannen, ausspannen, sondern wir legen einmal die Teile in den Roboter hinein und der macht die Arbeit für uns. Die Bedienung ist sehr benutzerfreundlich. Es ist ziemlich einfach. Man bekommt am Anfang eine kurze Einschulung. Wenn man das 2-3 Mal gemacht hat, dann kennt man sich aus. Also das ist nicht sehr kompliziert. Das Spannelement, das Spannmittel ist für uns auch sehr wichtig, da es sehr flexibel einsetzbar ist. Wir haben hier verschiedene Größen, können es auch auf verschiedenen Maschinen verwenden. Sprich, wir haben verschiedene Nullpunktsysteme, von denen wir auch von der einen Maschine auf die andere Maschine das Spannmittel geben können. Dadurch haben wir wiederum Kostenersparnis, da wir nicht verschiedene Spannelemente, Spannmittel kaufen müssen. Und Wiederholgenauigkeit von unserer Seite auch natürlich auch sehr wichtig. Wir sind viel produktiver geworden. Wir können auf mehreren Maschinen gleichzeitig arbeiten. Es macht das Arbeiten einfach leichter und effizienter.